gehen Kängurus nicht gerne in die Stadt, weil sie Angst vor Taschendieben haben. Was ist ein Cowboy ohne Sattel? Ein Sattelschlepper. Was stinkt und ist paniert? Ein Schwitzel. Fritzchen geht mit seiner Oma spazieren. Auf einmal liegt ein 20-Euro-Schein auf dem Boden. Da sagt Fritzchen zu Oma: Oma, darf ich den aufheben? Sagt die Oma zum Fritzchen: Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Zwei Straßen weiter sieht Fritzchen 50 Euro auf dem Boden liegen. Und die Oma sagt wieder: Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Sie gehen immer weiter und weiter. Dann liegt plötzlich eine Bananenschale auf dem Boden und die Oma rutscht aus und sagt zu Fritzchen: Hilf mir mal hoch, Fritzchen. Aber Fritzchen antwortet: Aber Oma, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Willkommen zum Ostermontagsgottesdienst. Jesus ist vom Tode auferstanden und wir feiern mit euch gemeinsam heute einen Kinder- und Familiengottesdienst. Herzlich willkommen auch von mir, von Dorothee Gottschalk, und als Zeichen dafür, dass Gott auferstanden ist, dass Jesus auferstanden ist und bei uns ist und mit uns diesen Gottesdienst feiert, wollen wir ihn beginnen mit dem Zeichen, das den Himmel und die Erde und das uns untereinander verbindet. So beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und jetzt wollen wir diese wunderschöne Osterkerze entzünden, und ihr dürft euch zu Hause entweder eine Kerze holen, wenn ihr noch keine habt, dann drückt ihr so lange auf Aus und dann zündet ihr die Kerze an und dann geht es weiter. Genau. Dorothee, ich gebe dir schon mal das Streichholz und friemel so lange unser Mikrofon hier ab. Spannend. Pusten wir uns wieder aus. Irgendwie hat eure Kerze ein bisschen... So. Sie brennt. Sie brennt. Halleluja, sie brennt. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal wieder weg, denn ich glaube, da wollen andere nach vorne. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, dann. Hallo, ihr zwei. Hallo. Endlich mal wieder Gottesdienst in der Kirche, ne? Ja, aber hast du den Anfang gehört? Ja, irgendwie habe ich die Ordnung vermisst. Ja, das war ganz komisch. Das war anders als sonst. Ja, normal sind die Kinder ja gewohnt, Ruhe, die Glocke läutet, dann die Orgel spielt und dann gehen wir. Das Stichpunkt, den hätten wir heute total verpasst. Das stimmt. Aber es hat uns ganz schön zum Lachen gebracht, ne? Ja, also witzig war's. Ich glaube, ich erinnere mich da gab's irgendwas mit Osterlachen. Was Lachen mit Ostern zu tun hat? Aber vielleicht kann uns Sabine erstmal überhaupt erzählen, was mit Ostern das überhaupt auf sich hat. Gute Idee. Ja, finde ich auch.
Maria von Magdala war eine Freundin von Jesus. Maria von Magdala wollte das Grab von Jesus besuchen. Sie ging früh am Morgen los. Draußen war es noch dunkel. Eigentlich war ein dicker Stein vor dem Grab von Jesus, aber als Maria von Magdala da kam, war der Stein weg. Maria von Magdala bekam einen großen Schreck und dachte, andere Leute haben Jesus aus dem Grab weggenommen. Maria von Magdala rannte schnell zu Petrus. Petrus war gerade mit einem anderen Freund zusammen. Das war der Freund, den Jesus besonders lieb hatte. Maria von Magdala sagte zu Petrus, zu dem anderen Freund, Jesus ist weg. Andere Leute haben Jesus aus dem Grab weggenommen. Wir wissen nicht, wo Jesus ist. Petrus und der andere Freund rannten schnell zum Grab. Der andere Freund war zuerst da. Er guckte ins Grab. Im Grab lagen weiße Tücher. Petrus ging in das Grab hinein. Petrus sah auch die weißen Tücher. Die weißen Tücher waren von der Beerdigung. Jesus war bei der Beerdigung in weiße Tücher eingewickelt. Der andere Freund ging auch in das Grab hinein und sah sich alles an. Er glaubte jetzt, Jesus ist wirklich auferstanden. Petrus und der andere Freund gingen wieder nach Hause. Maria von Magdala stand immer noch vor dem Grab und sie weinte. Maria von Magdala sah auch in das Grab hinein. Im Grab saßen zwei Engel. Die Engel hatten ein weißes Gewand an. Ein Engel saß am Kopfende und der andere am Fußende des vom Grab. Ein Engel fragte Maria von Magdala, Frau, warum weinst du? Maria von Magdala sagte, einige Leute haben Jesus aus dem Grab weggenommen. Ich weiß nicht, wo Jesus jetzt ist. Dann drehte sich Maria von Magdala um. Da stand ein Mann hinter ihr. Der Mann war Jesus. Aber Maria von Magdala merkte nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte Maria von Magdala, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria von Magdala dachte, der Mann ist ein Gärtner. Maria von Magdala sagte, Herr, was hast du Jesus weggebracht? Sag mir, wohin du Jesus gebracht hast. Ich will Jesus holen. Jesus sagte, Maria. Da drehte sich Maria von Magdala zu Jesus um. Sie erkannte, dass der Mann Jesus ist und sagte voller Freude, mein lieber Meister. Jesus sagte zu Maria von Magdala, halte mich nicht fest, geh schnell zu meinen Freunden. Sag meinen Freunden, ich gehe zu meinem Vater im Himmel. Mein Vater ist auch euer Vater. Ich gehe zu meinem Gott. Mein Gott ist auch euer Gott. Maria von Magdala rannte zu den anderen Freunden. Sie erzählte voller Freude, ich habe Jesus gesehen. Jesus hat gesagt, ich soll euch Bescheid geben. Maria von Magdala erzählte alles, was Jesus gesagt hatte. Thank you.
schon mal so richtig schlapp gelacht? Ich glaube, das kennen alle von euch. Wenn irgendetwas passiert, das muss nicht mal so super witzig sein, aber dann geht ein Gegackere los und man kriegt sich nicht mehr ein und das kann ewig dauern und kein Mensch sonst versteht, worüber man eigentlich lacht, aber es ist toll. Und nach diesem Lachen, da ist einem so richtig super, also das regt so den Geist und die Seele an, man ist befreit, man ist irgendwie total entspannt, man ist gut drauf, würden wir heute vielleicht sagen. Unsere biblische Geschichte heute, die will nicht ein Witz sein, aber die will die Wirkung von so einem Witz haben, nämlich dieses, dass man sich schlapp lacht. Die will haben, dass wir uns befreit fühlen, dass wir gut drauf sind. Das ist das, was diese Geschichte bewirken möchte. Und das Lied, was wir gerade gesungen haben, das sagt was Ähnliches. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Gott ist da. Ganz egal, was dir passiert, er ist für dich da. Erstmal ist in der biblischen Geschichte ja davon die Rede, dass die Maria eher traurig ist. Sie weint an dem Grab und sie erschreckt sich, weil Jesus nicht im Grab ist. Das Grab ist leer und sie kriegt eher einen Schreck, als dass sie irgendwie erfreut wäre. Und dann verstehen sie das alles irgendwie überhaupt nicht. Aber dann passiert etwas, dann wird sie angesprochen. Sie erkennt mit den Augen, erkennt sie den nicht, der mit ihr spricht. Aber das Herz erkennt. Als Jesus, der Auferstandene, Maria zu ihr sagt, da kommt diese Wirkung des Witzes, dieses Entspannen, dieses Gutdraufsein, da kommt das ins Spiel. Denn dann plötzlich breitet sich eine Freude in ihr aus, als sie merkt, Jesus ist nicht bei den Toten, er ist auferstanden. Und deswegen gibt es eine Tradition in der Kirche. Und zwar nennt die sich, wie wir vorhin schon gehört haben, das Osterlachen. Da geht es darum, dass wir diese Wirkung von dem Lachen nämlich haben, dass wir diese Freude richtig spüren können mit dem ganzen Körper, dass wir befreit sind und froh sind und uns gut fühlen. Und das gibt es schon sehr lange, dieses Osterlachen. Und da gibt es noch ein schönes Bild in dem Zusammenhang, mir gefällt es zumindest gut. Und zwar habt ihr euch vielleicht schon mal verschluckt. Und es ist gar nicht lustig eigentlich, weil man hustet und prustet und man kriegt das Zeug irgendwie ganz schwer wieder aus der Luftröhre raus und es dauert ewig, bis das, was da nicht hingehört, wieder draußen ist. Und so ist es bei Ostern auch. Da gibt es nämlich dann den netten Spruch, dass der Tod sich an Jesus verschluckt hat. Das heißt, der Tod prustet Jesus wieder raus. Er gibt ihn wieder frei. Jesus gehört da gar nicht hin. Jesus und der Tod, die haben nichts miteinander zu tun. Und obwohl wir sonst nicht lachen, ist das ein Grund zur Freude, da sich der Tod verschluckt hat und Jesus lebt. Und damit ihr dieses Befreite und dieses Lebendige nochmal erleben dürft, haben wir ganz zum Schluss noch eine Reihe Witze für euch. Jesus Christus, du bist auferstanden. Du bist wahrhaftig auferstanden. Du bist nicht tot geblieben, sondern Gott hat dich wieder ins Leben gerufen. Das macht uns froh. Gott ist so stark und so mächtig. Nichts ist bei ihm unmöglich. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Und so empfangt nun den Segen Gottes, der vom Tod auferstanden ist, damit wir wirklich was zu lachen haben und fröhlich sein können. Und so segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und weil die Dorothee gesagt hat, dass es jetzt noch Witze gibt, fange ich mit einem an. Was sagt eine Schnecke auf einer Schildkröte? Hui, ist das schnell! Warum ist es schon die Biene? Weil sie den Text nicht kann. Zwei Zahnstocher gehen im Wald spazieren. Plötzlich kommt ein Igel vorbei. Sagt der eine Zahnstocher zum anderen Zahnstocher, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Eine Schildkröte und ein Krokodil möchten die Straße überqueren. Da sagt die Schildkröte, hier gehe ich nicht über die Straße. Fragt das Krokodil, warum? Schau doch mal, was die mit dem Zebra hier gemacht haben. Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? Schattiges Plätzchen. Zwei Schnecken stehen an einer Straßenkreuzung. Die eine möchte die Straße überqueren. Da sagt die andere, Vorsicht, in 2 Stunden kommt der Bus. Fritzchen fragt seinen Lehrer, kann man für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja ungerecht. Gut, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht.